Rund 137 Millionen Nächtigungen produzierten die internationalen Märkte in Österreich im Jahr 2022. Das bedeutet ein Plus von fast 6 Millionen Nächtigungen im 10-Jahres-Vergleich. Die ersten vier Plätze der Top 10 blieben unverändert. 52% unserer Gäste sind Stammgäste und somit bereits öfter in Österreich auf Urlaub gewesen. Der höchste Stammgästeanteil stammt aus dem Markt Niederlande mit 83%. Andere Märkte wie beispielsweise Spanien liegen bei rund 15%. Doch selbst aus China kommen im Winter bereits ein Viertel Stammgäste. Was nun die Urlaubserfahrungen, Wünsche und Erwartungen unserer Gäste sind und wie wir sie im besten Fall zu Stammgästen machen, haben wir versucht, im Interview mit verschiedenen Österreich-Liebhabern zu erfahren. Dazu haben wir uns ein paar Märkte genauer angesehen. Was bedeutet für Sie Urlaub in Österreich? Ein Urlaub in Österreich bedeutet für mich immer eine sehr angenehme Zeit, die ich vor allem in der wirklich schönen Natur verbringe. So, das sind die Hütte, die Gemütlichkeit, das herrliche Essen. An holiday in Austria means to me being able to enjoy the outdoor, the nature, but also the lifestyle. Since in Austria you have a lot of different possibilities. So you have the environment, but you also have a lot of little beautiful town you can discover. A holiday in Austria means to me rich culture and pure nature landscape. And also refresh my mind. Ja, Urlaub in Österreich ist für mich einfach pure Erholung. Für mich ist es der Ort, wo ich am besten irgendwie runterkomme und merke, ich bin Mensch. Welche anderen Ziele hatten Sie neben Österreich in der Auswahl? Ich habe zwischen Österreich, Frankreich und Norwegen gewählt. Frankreich, Italien? Man fährt doch gerne nach Skandinavien. On my shortlist I had Switzerland, Austria and Slovenia. But in the end I choose Austria. Was ist die beste Erinnerung an einen Ihrer Österreich-Urlaube? Die Kinder waren noch klein, wir kamen an und die Gastgeber waren unglaublich nett. Es wirkte alles so typisch österreichisch. Wir hatten gleich einen freundlichen Kontakt zu der Familie dort und die Kinder haben mit deren Kindern gleich gespielt. Wir haben draußen im Sonnenschein gegessen und das war so für uns das Prägendste. Wahrscheinlich sind wir deshalb so gerne in Österreich. Ja, ich war vor kurzem am Wolfgangsee und dann haben wir ein Paragliding-Duo-Flucht gemacht über den Wolfgangsee. Das war unglaublich. My best memory was the ice cave. My best memory was seeing the Adolf Loos American Bar and looking at all those details. Was erwarten Gäste aus ihrem Land von den Gastgebern? Für uns ist es wichtig, dass wir uns im Urlaub wie zu Hause fühlen und wir schätzen die Freundlichkeit und Toleranz sehr. Vielleicht noch ein bisschen Toleranz, wenn wir noch ein Bier trinken möchten und nach dem Landeschluss ein bisschen länger im Lokal bleiben wollen. Austrian hosts, when interacting with Italians, should consider a few elements. First of all, that we really like personal touch. So we Italians, we get very physical most of the time. Also, Italian people love to eat very well. That's not a problem in Austria, of course, but I mean, we're very spoiled when we talk about food. And last element, it's the timing for the dinner, because we used to have dinner, for example, a little bit later. So timings are a big issue. Dass man hört von einem Wirt, wo man richtig gut Skifahren kann, wo ist die schöne blaue Piste, wo kann man gut essen und wo kann man ein richtig gutes Schnaps trinken. You want to make Chinese travelers happy, I think just some details, such as boiling water in the room and spicy condiments in the restaurant as options and also the signs in Chinese. To let Chinese travelers feel convenient. Welches Erlebnis war das positiv Überraschendste? Es hat mich überrascht, dass die Österreicher einige tschechische Wörter verstehen. Und darauf muss ich mehr achten. What I found positively surprising in Austria was to discover the city of Graz. I really love architecture and design, so to see this mixture of traditional elements and contemporary architecture in Graz was astonishing to me, together with the lively vibe of the city.
In die letzten Jahre kann man sehen, dass man in die Hütte richtig kulinarisch hochgewachsen ist. Neben Wiener Schnitzel mit Pommes und Salat auch richtig gute regionale biologische Produktion. Our most positive experience was visiting the Albertina, where there's a contrast between the antique architecture and the very modern art within the same museum. Wenn man irgendwas in die Ferienwohnung packt, das aus dem Garten ist, irgendwie ein bisschen Obst, ein bisschen Gemüse oder ein Bier oder ein Wein aus der Region spendiert, da hat man uns sofort gewonnen. Einem Urlauber in Österreich würde ich unbedingt empfehlen. Ich würde Österreich als ideales Reiseziel für Outdoor-Aktivitäten aller Art und als besten Ort zum Wandern empfehlen. Ja, was ich gerne empfehle, ist, dass man einen tollen Plan macht mit einem regionalen Guide. Stay longer in Austria and try the local food. Go to the concert, go to the museum, go to the library and go to the cafeteria and try the public transportation and living like local people. So you will find a perfect vacation. Die schönen Bergseen ansehen, wandern, spazieren, genießen. Top!